Moin, ich bin's wieder, Kesunai Haram, hier mit meinem Let's Play von The Legend of Zelda Majora's Mask und... Ich hätte ja... Ich kann über... diese gottverdammten Zäune... springen. Erstmal wieder ein bisschen Dings. Ist ja gut. Erstmal umdrehen. Jawohl! Und hü, Pferdchen, hü. Alles gut. Bringen wir die erstmal zum Explodieren, dann nerven die nicht mehr. Dann ist everything alright. Es kommen immer mehr. Ja, toll. And all we can do now, wir brauchen einmal hier dieses Auge. Das Auge! Aha! Hallo, ich will mit dir reden. Huch, sag nicht, dass... Ich bin schockiert, du bist die erste Person, die jemals mit mir gesprochen hat. Ich bin nun schon seit vielen Jahren hier. Fuchtle mit den Armen und bitte jeden um Hilfe. Aber alle Leute ignorieren mich und gehen einfach weiter. Es liegt wohl daran, dass ich so auffällig wie ein Stein bin. Aber danach habe ich mich schon gewöhnt. Ich hatte eine Bitte. Würdest du mir etwas Medizin geben, damit dich auch ein unauffälliger Stein wie ich besser fühlt? Klar doch. Hier, nimm das. Oh, das ist es das? Schluck, du Sau! Ich glaube, ich fühle mich besser. Nee, echt? Deshalb bist du auch nicht aufgestanden. Danke. Oh, hier. Als Dankeschön. Du hast die Felsmaske erhalten. Danke, genau das wollte ich. Die sieht aber komisch aus. Die Proportionen vom Auge sind dezent. Ew. Drücke C, um sie anzulegen. Deine Erscheinung wird so unauffällig sein wie ein Stein am Wegesrand. Ich muss jetzt üben, mich auffällig zu benehmen. Shiro, der steinerne Soldat. Du hast dem unauffälligen Soldaten geholfen. Geil. So. Hui! Super! Yay, ich kann's endlich. Ich kann endlich mit diesem Gaul umgehen. Entschuldigung. Und ich habe dafür eine schicke Maske bekommen. Das nenne ich mal eine Belohnung. So, und was soll ich jetzt tun? Ich meine... Jetzt kann ich wieder nichts weiter tun als Dings. Abwarten und Tee trinken. Weil... So gesehen, jetzt wo ich Epona bei mir habe, könnte ich... Jetzt wo ich nachgeguckt habe... Ja. Wo ich Epona halt bei mir habe, kann ich... weiß ich gerade nicht, wie ich es formulieren soll, den Satz. Furchtbar. Könnte ich theoretisch mal weitermachen, um den nächsten Tempel zu erreichen, damit das Spiel auch in dieser, im Hauptding, Progress findet. Aber ich möchte noch etwas anderes vorher erledigt haben. You see? Da-d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 a
Vielleicht sollte ich dann an dieser Stelle einfach mal... mal absteigen. Meine Ocarina an mich nehmen und die Zeit wieder schneller. Jetzt muss ich schon wieder nachgucken. Gott, ey, mein Gedächtnis. Rückwärts. Ups. Oh, das war... Fuck. Nein. So, jetzt. Ups. Damit die Zeit wieder ein bisschen schneller läuft. Damit ich diese Quest auch beenden kann. Na dann. Auf, meine Liebe. Mein treues Gestüt. Einmal im Kreis. Denn um 18 Uhr zweiten Tages gibt es etwas für mich zu erledigen. Und das darf ich nicht verpassen. Sollte ich nicht verpassen. Ach, die Kunst des Schneidens, wie ich das doch liebe. Ihr habt natürlich keine Ahnung, wovon ich rede, und das ist gut so. Muhahaha. Wir sind wieder da. Yay. Ich könnte vielleicht auch im Übrigen noch mal nachgucken wegen hier Dings. Ups. Braves Pferd. Ah, das habe ich schon gelesen. Ich war mir nicht mehr sicher. Nochmal in dieses Notizbuch gucken, was da schon alles drin steht und... ja. Wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Ach, diese gute alte Musik. Stimme ich zu. Oh, hallo? Ich möchte auch Milch in die Stadt bringen. Du bleibst hier und passt auf alles auf. Du willst doch nicht, dass sich die Kühe einsam fühlen, oder? Nein, Schwester. Ich fahre mit dem Wagen in die Stadt. Willst du mich begleiten? Heute Abend gegen 6 Uhr fahre ich los. Wenn du Lust hast, kannst du gerne mitkommen. Cremia, die Besitzerin der Ranch. Okay, ja. Und genau auf dieses Event warte ich. Man merkt nicht, dass sie Schwestern sind. Gleiche Haare und gleiches Face, obwohl sie hier ein bisschen reifer aussieht.
You see? What you mean? What I mean? So, mal sehen, ob es was bringt, wenn ich Dings. Dings. Gleich wieder die Zeit verlangsame, ob es mir in. Ich hab was im Heu gefunden! Yeah, ich hab was im Heu gefunden! Ja, geil! Die Glocken läuten! Yay! Na gut. Dann. Nee, falsch. So, jetzt. Wieder die Zeit verlangsamen. Ich weiß jetzt nicht, ob es mir insofern einen Vorteil bringt. Aber Schaden tut's nicht. So. Quack, 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 quack. Ich weiß jetzt auch nicht. Muss ich dafür jetzt extra Dings ausgerüstet haben? Ich hab's jetzt einfach mal. Guck mal, wie viele Masken ich schon habe. Alter. Ist ja erstaunlich. Cool. Ist ja gut. Ruhig, Brauner. Kühe. Quack, 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 quack. Na dann. Es ist 6 Uhr. Hallo, ich will dich begleiten. Nö, nicht kämpfen. Ich will reden. Lass mich mit dir reden. Können wir nicht reden? Oh, komm schon. Na, geht doch. Oh, guten Abend. Ich fahre jetzt in die Stadt, um meine Lieferung zu machen. Ja, möchte ich. Gib mir die Chance. Okay. Oh, das freut mich. Ich fühle mich heute irgendwie sehr einsam. Daher freue ich mich über jede Gesellschaft. Es ist schon eine Weile her, seit unser Vater von uns gegangen ist. Ich kümmere mich um die Ranch, aber das ist nicht einmal einfach. Die Kühe würden mir unbedrückt und erschöpft. Auch finde ich überall zerbrochene Krüge. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Auch meine Schwester Romani scheint sehr besorgt zu sein. Sie übt täglich mit dem Bogen, um die Geister zu verjagen. Was erzählt man sich in der Stadt über den Mond? Er scheint viel größer zu sein als sonst. Ach ja. Ich habe eine Freundin in der Stadt. Ihr Name ist Anshu. Anshu. Übermorgen wird sie als Braut vor dem Altar treten. Ich frage mich, ob dieses Ding tatsächlich herabstürzen wird. Ach ja, Reisen. Reisegeschichten. Hä? Wo kommt der Zaun her?
Was? Die Straße? Junge, schnapp dir deinen Bogen. Was? 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 Okay. Noch ein Zaun. Oh, come on! Zuerst wird die Milchstraße durch einen Felsen blockiert und jetzt? Uns bleibt keine Wahl. Wir müssen wohl diesen Umweg in Kauf nehmen. Bist du bereit? Ich werde versuchen, uns rasch wie möglich herauszubringen. Du musst versuchen, unsere Verfolger mit deinen Fallen zu verjagen. Ich glaube, sie sind hinter den Milchkrügen her. Weißt du, was du zu tun hast? Ja. Danke. Ich verlasse mich auf dich. Wenn wir es schaffen, hier heil rauszukommen, dann bin ich dir einen großen Gefallen schuldig. Oh, nö. Ernsthaft? Hey! Lass das! Die haben schon einen Krug kaputt gemacht. Das ist nicht sonderlich nett. Nur weil ich nicht aufgepasst habe. Super. Geh weg! Geht weg! Wie gut, dass ich unendlich Dings habe. Geht weg! Geht weg! Ist es schlimm, dass ein Milchkrug kaputt gegangen ist? Ich hoffe nicht. Aber ich habe nicht aufgepasst, weil ich ein Noob bin. Herr Barton war sehr froh, endlich wieder eine Lieferung zu erhalten. Ich danke dir. Du warst großartig. Puh, danke. Das ist zwar nicht sehr viel, aber bitte nimm es an. Die Romani-Maske. Drücke C, um die Maske zu tragen. Sie weist dich als Mitglied der exklusiven Milchbar-Latte aus. Milchbar-Latte oder Milchbar-Latte? Ich bin wieder geistig verwirrt. Durch nur einen guten Tat kann ein Kind zum Erwachsenen werden. Diese Maske wird nun ein wenig erwachsene Kunden ver- wird nur an wenige erwachsene Kunden vergeben. Sie ist das Zeichen der Mitgliedschaft. Hiermit erkenne ich dich als Erwachsenen an. Cool. Danke. Du hast die Milch beschützt. Cool. Finde ich gut. Na dann, in diesem Sinne habe ich es doch jetzt gut geschafft. Jawohl. Und zudem noch eine neue Maske bekommen. Na dann. Das nächste, was ich machen möchte dann, in diesem Sinne, ich will mein Geld abgeben, was ich habe. Und dann in die Zeit zurückreisen. Rubine einzahlen. Jupp. Jupp. Hups. Alles, was ich hab.
Der Konterstand beträgt derzeit 307 Rubine. Jo, kein Problem. Denn jetzt möchte ich zurück in die Zeit reisen. Yep. Damit ich genug Zeit habe für das, was jetzt kommt. And now we're happy. Dumm, dumm. Ey, immer dieses Bedrohliche. Naja, in diesem Sinne dann beende ich diesen Part und dann können wir endlich mal so Hauptquest-mäßig weitermachen. Wurde auch langsam mal Zeit. Schätze ich mal, ne? Egal ob positiv oder negativ, Bewertung immer gern gesehen. Das war's von meinerseits. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. See you guys!